Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich hallo Kinder. Was hast du denn da heute im Kindergottesdienst dabei? Einen Sammelordner? Wilma, du hast ja keine Ahnung. Das ist nicht einfach nur irgendein Sammelordner. Das ist ein Ordner für den Jago-Sammelkarten. Ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich gesammelt und getauscht habe, bis ich all diese vielen Karten zusammen hatte. Wow! Und nun hast du alle Ninjagos und bist glücklich? Das wäre schön. Mir fehlt gerade noch eine. Weißt du, diese Karte zu bekommen ist einfach am schwierigsten. Ah, so ist das also. Diese letzte Ninjago-Karte ist für dich dann die wertvollste. Denn dann hast du deinen Sammelordner endlich voll. So ist es. Diesen Ninjago zu haben, ist für mich echt wichtig. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich den endlich habe. Sag mal, Wilma, sammelst du auch Karten? Hast du auch etwas, das dir sehr viel bedeutet? Puh, das ist aber eine schwierige Frage. Da muss ich erst mal drüber nachdenken, was das sein könnte. Du, da fällt mir gerade eine Geschichte aus der Bibel ein, in der ein Mann etwas ganz Wertvolles entdeckt. Pass mal auf, ich erzähl sie dir. Jesus erzählte von einem Mann, der sich etwas sehr gewünscht hat. Das ist der Mann. Er ist ein reicher Kaufmann. Er kauft ein und verkauft wieder. Am liebsten kauft er wertvolle Perlen. Er geht oft auf Basare, auf Märkte. Und er schaut dort, ob er kostbare Perlen findet. Auch heute geht er wieder auf den Markt. Er geht von Stand zu Stand. Er findet viele schöne Perlen. Perlen mit besonderen Farben, große Perlen, kleine Perlen, wie hübsch sie sind. Doch was ist das? Das ist eine ganz besondere Perle. Der Kaufmann nimmt die Perle. Er schaut sie sich von allen Seiten an. Oh, ist die aber schön. Er will diese Perle unbedingt haben. Aber diese Perle ist sehr teuer. Sie ist so teuer, dass nicht einmal dieser reiche Mann so viel Geld hat, diese Perle zu bezahlen. Aber er will diese Perle unbedingt haben. Da hat er eine Idee. Der Kaufmann geht heim und verkauft alles, was er hat. Und das ist viel. Jetzt hat er so viel Geld, dass er sich diese wertvolle Perle kaufen kann. Schnell geht er zum Markt und kauft sich diese eine besondere Perle. Glücklich und voller Freude läuft er mit seiner Perle wieder nach Hause. Nun hatte er, was er sich gewünscht hat. Der Mann ist ja voll krass. Der sammelt nicht nur einfach Sammelkarten, so wie ich, und hofft, dass er die richtigen Karten tauschen kann. Der Mann gibt alles her, was er hat, nur um eine kostbare Perle zu haben. Ja, diese Perle war für ihn voll wichtig und wertvoll. Also ein Schatz, den er unbedingt haben wollte. Und warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Weißt du, die Perle war sehr, sehr teuer. So wertvoll ist für mich nur Jesus. Freddy, wenn du entdeckst, dass Jesus dein Freund sein will, dann hast du den besten und wertvollsten Schatz gefunden. Da hast du recht, Wilma. Die Freundschaft mit Jesus ist mir wirklich sehr wichtig.